zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Rockt auf jeden Fall schon mal den Like-Button mit 2000 Likes. Und ihr seht es gerade selber, wir sind in Mexico City angekommen. Ja, und von hier aus sind es nur 10 Kilometer bis zum Flughafen, wo wir die Möglichkeit haben, zurück nach Berlin zu kommen. Das heißt, wir haben nur noch eine verdammte Nacht hier und ich habe mir schon ein Flugticket zurückgekauft. Diesmal wollen wir auf keine Falle reinfahren von Wednesday Adams. Sie hat uns ja vor 4,5 Wochen das Flugticket hierher gekauft. Und deswegen würde ich sagen, ich zeige euch erstmal das Hotel, wo wir sind. Und ich hoffe mal, dass sie hier nicht herkommt, ja? Hier könnt ihr sehen, da gibt es so verschiedene Tunnelsysteme. Das werden wir auf jeden Fall schließen, weil sonst kommt sie hier noch rein. Genauso wie hier, Leute. Das ist das Badezimmer. Und letztes Mal ist sie wahrscheinlich von hier reingekommen. Gebt euch mal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das Zeug müssen wir auf jeden Fall zumachen, ja? Wir schauen noch mal ganz kurz außen, ne? Vor die Tür. Nicht, dass da noch irgendjemand kommt, ja? Gebt euch mal. Immer dann auf jeden Fall hier auch abschließen. Hier könnt ihr sehen, Leute. Da sind auch überall Kameras. Da haben wir dann den besten Blick drauf. Hier ist die Eingangstür. Da sind verschiedene Zimmer. Ich hoffe mal wirklich, Wednesday Adams hier nicht herkommt. Hier ist ein anderes Zimmer auch. Es wird gerade sauber gemacht. Okay, vielleicht, oh mein Gott, wie ist sie denn letztes Mal hierher gekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, lasst uns wieder in unser Zimmer erstmal gehen. Okay, Leute, da draußen sind noch so Putzfrauen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Wednesday Adams irgendwie heute Nacht hierher kommt. Das kann nicht sein und wir hoffen es mal. Rock den Like-Button, bitte, bitte, bitte. Ich brauche eure Hilfe. Ich will, dass das ganze Spiel mit Wednesday Adams jetzt ein Ende hat. Ja? Also kommt mal her, schaut mal. Somit ist die Tür auf jeden Fall zu. Und ich dachte mir mal, oh mein Gott, ich habe hier so viele Sachen. Wir nehmen unsere Kameras erstmal her. Das heißt, eine Kamera stellen wir hier ab. Nicht, dass sie nochmal kommt. Ja? Und die andere, wir haben noch ein anderes Handy auch noch hier, stellen wir hier ab. Ja? Weil ich bin auch schon wirklich extrem müde, Leute. Warte mal, sollen wir vielleicht erstmal wieder einen Betttest machen? Ist ja noch eine coole Idee, ob das Bett überhaupt cool ist, Leute. Jeha, 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 jeha. Oh. Okay, Betttest hat es auf jeden Fall bestanden. Ne? Und ich würde sagen, wo ist mein Mut hin? Ich bin nämlich wirklich schon extrem müde. Wir machen mal das Licht aus und entspannen uns ein bisschen. Und morgen früh geht dann unser Flug. Und ich hoffe wirklich, dass wir diesen Flug diesmal wirklich schaffen, Leute. Wir müssen den Flug schaffen. Ja, was anderes bleibt uns auf jeden Fall nicht übrig, Leute. Also, lasst uns doch ein bisschen mexikanische Fernsehen schauen und dann hoffe ich mal wirklich, dass ich dann auch einschlafen kann. Was denkt ihr? Okay, lass uns das Ding mal machen, was die hier so im mexikanischen TV haben. Also, was gruselig ist, ist es auf jeden Fall nicht, ja. Wir können auch nochmal weiterschauen, was es da noch gibt. Okay, irgendwelche Koch, könnt ihr das überhaupt sehen? Hier irgendwelche Kochsendungen. Ach, das schaut alles ziemlich langweilig aus. Da kommt auf jeden Fall nichts Gescheites, Leute. Ich würde sagen, lasst uns das Ding ausmachen. Jetzt mal wirklich langsam schlafen legen. Und morgen fliegen wir dann zusammen. Ich würde da auch was aufnehmen, wieder zurück nach Berlin. Okay? Habt ihr Bock darauf? Dann lasst uns mal echt langsam einschlafen.
Leute, habt ihr irgendwas gesehen? Leute, ich könnte schwören, ich habe irgendwas gehört. Habt ihr irgendwas gehört? Und warum ist... Leute, warum zur Hölle ist diese Tasche hier? Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr hier irgendwas gesehen habt. Schreibt es mal bitte rein. Bitte schreibt es mal in die Kommentare. Ich schau mal ganz kurz nach. Oh mein Gott, ihr schreibt gerade rein, dass Wednesday Addams hier war, aber ohne ihren Bruder. Sie war auf jeden Fall da und sie hat irgendwas in den Safe reingepackt. Okay, dann lasst uns auf jeden Fall gleich mal nachschauen, was da drin ist. Warte mal, vielleicht hat das Ganze einen Code. Lasst uns mal versuchen. 1, 2, 3, 4 und geht es auf? Oh mein Gott, es geht auf, Leute. Es geht auf. Okay. Was ist denn da? Das gibt's nicht, Leute. Da ist See you in Berlin. Sehe dich in Berlin. Sehe ich dir gerade. Sehe ich da gerade richtig, Leute? Und da ist auch noch mein Pass. Okay, Leute, wir können mit euch jetzt zum Flughafen zu fahren. Das Video seht ihr dann in 2 Tagen. Es sei natürlich gesagt worden, am Ende des Videos wird noch einer gegrüßt. Wenn du hier draußen auch gegrüßt sein willst, dann schick das Video gerne an 5 deiner Freunde weiter in WhatsApp oder was weiß ich wo und check den 2-Kanal ab. Da folgen noch weitere Videos aus Mexiko. Und ich würde sagen, Leute, lasst uns so schnell wie es geht zum Flughafen fahren und ich hoffe mal, dass Wednesday Addams alleine mit uns nach Berlin fliegt und nicht mit ihrer kompletten Familie. Denkt ihr, ihr Bruder ist vielleicht auch dabei? Ich hoffe mal nicht, Leute. Ich hoffe wirklich, wirklich, wirklich nicht. Lasst uns das gleich mal einpacken und lasst mich auch jetzt mal gerne in die Kommentare wissen, ob ihr Bock habt, ob es mit Wednesday Addams weitergehen soll, Leute. Lasst uns unsere Sachen packen. Und ich würde sagen, das war's, Leute. Wir sind draußen. Ich danke euch. Ihr seid die ehrenvollste Community. Lass uns noch mal ganz kurz nachschauen, aber... Oh, jetzt ist die Tür auch noch zu. Das kann doch nicht wahr sein, aber ich kann hier wirklich absolut nichts sehen, Leute. Ich kann keinen sehen, Leute. Ich würde sagen, lasst uns jetzt wirklich das Video beenden, ne? Lass uns noch mal nachschauen. Ich kann nichts sehen, Leute. Ich würde sagen, wir sind jetzt endgültig draußen. Ihr seht dann in 2 Tagen, ob wir wirklich irgendwie heimkommen. Aber nee, Leute, jetzt ist alles zu. Wir sind draußen.